Die Bamberger Konzerthalle füllt sich an diesem Samstagvormittag. Im Foyer wird locker geplaudert, bevor es in den Festsaal geht. Erzbischof Ludwig Schick begrüßt dort persönlich viele der mehr als 1000 Gäste zu seinem Neujahrsempfang. Vertreter der Kirchen, Politiker und Köpfe aus dem kulturellen Leben. Kultur, insbesondere um sie soll es gehen. Und Kultur umfasst ja eigentlich alle Bereiche des Lebens. Das umfasst unsere Bildung, das umfasst die Architektur, die Malerei. Das umfasst aber unseren täglichen Umgang miteinander. All das bedenken und erhalten und weiterführen. Wir erleben eine Zeit, in der Teile der Kultur bedroht sind. Zum einen von Terroristen, die im Nahen Osten kostbare Stätten vernichten und hierzulande mit Anschlägen drohen. Zum anderen durch eine neue Rechte, die eine Willkommenskultur in Deutschland verhindert. Der stellvertretende ZDF-Chefredakteur Elmar Thewissen fragte in Bamberg, ob wir in Europa einen Kampf der Kulturen erleben, und machte deutlich: Es gibt hier keinen Kampf der Kulturen. Es gibt aber extremistische Gruppierungen, und zwar im Islamismus auf der einen Seite und im Rechtsextremismus auf der anderen Seite, die uns einreden wollen, dass es ein Kampf der Kulturen ist, weil nur durch die Polarisierung und Spaltung unserer Gesellschaften können sie Nachwuchs rekrutieren und an Stärke gewinnen. Und es kommt dann eben auf die Mehrheitsgesellschaft in der Mitte an, das abzulehnen, sich nicht spalten zu lassen. Damit kann man Extremismus tatsächlich den fruchtbaren Boden abgraben. Thewissen nimmt sich Zeit, um der Frage nachzugehen, wie Radikalisierung entsteht. Im Vortrag und im Gespräch macht er klar, gefährlich werden Menschen, die sich von der Gesellschaft im Stich gelassen fühlen. Bei der Prävention von Terror sei deshalb jeder von uns gefragt. Wenn wir sie sich selbst überlassen, kann sich etwas aufschaukeln. Und in der Tat ist es wichtig, nicht da zu stehen und zu sagen, der Staat soll schon richten, die Polizei, die Geheimdienste, das Militär. Nein, jeder Einzelne kann ein Stück weit dazu beitragen, dass Menschen eben sich nicht abgelehnt fühlen. Auf den Rängen im Festsaal der Bamberger Konzerthalle wird konzentriert zugehört und mancher murmelt Zustimmung für Thewissens Äußerungen. Erzbischof Schick leitet aus dem Gehörten gar einige Empfehlungen ab für Neujahrsvorsätze, die ein jeder Christ und Mensch für das kommende Jahr fassen sollte, damit ein friedliches Zusammenleben noch besser gelingen kann. Und ich denke, dass ein Geist des Evangeliums die beste Prävention sein kann, denn das Evangelium verbietet, irgendeinen Menschen auszuschließen. Das Evangelium ist ein Evangelium der Inklusion, und zwar aller Menschen, unabhängig von Rasse, von Hautfarbe, von Religion. Einen Vorgeschmack kultivierten Miteinanders gab es schon mal in der Konzerthalle beim Neujahrsempfang des Erzbischofs von Bamberg. Bleibt zu hoffen, dass viele der Gäste etwas von den Anregungen mitnehmen und einen Kampf der Kulturen auch weiter verhindern.